Man hat regelrecht das Gefühl, die Aktienmärkte trocknen aus. Die Liquidität geht immer weiter zurück. Wenn da jemand einschläft und aus Versehen mit dem Kopf auf die Enter-Taste knallt, dann vielleicht eine Kauf- oder Verkauforder damit absetzt, dann bewegt er schon richtig den Markt. Also das ist teilweise schon zufallsgetrieben, was wir hier sehen. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass jetzt drei große Ereignisse anstehen am Donnerstag. Die EZB, die uns erzählen muss, dass sie jetzt doch die zinspolitische Wende einleitet. Am Freitag haben wir dann die Daten zur US-Inflation und nächsten Mittwoch dann die FED-Sitzung. Das sind natürlich drei ziemlich gewichtige Events, könnte man sagen. Und vielleicht halten viele da vorher, naja, die Füße still, sagen sich, naja, was soll ich mich da positionieren? Aber auf der anderen Seite deutet manches darauf hin, dass wir eine große Bewegung sehen, also so eine Art Ruhe vor dem Sturm jetzt haben, die sich dann entlädt mit Volumen, mit Liquidität, mit Power in die eine oder vielleicht auch in die andere Richtung. Schauen wir uns zunächst mal dieses Liquiditätsthema an. Die Liquidität ist derzeit etwa so wie auf dem Hochpunkt des Corona-Crashes. Da waren auch kaum mehr Umsätze fassbar. Dann kam ja die Fed in den Markt, hat Liquidität zugeführt und dann wurde es schnell besser. Es kannte ja nur eine Richtung und zwar die nach oben. Also es ist wirklich sehr, sehr dünn. Hier sehen wir mal unten, Liquidity in the US is lacking. Also wir sehen, dass wir da wirklich auf Tiefständen sind, die wir hier erreichen. Da ist einfach nichts los. Da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht gewissermaßen. Dementsprechend sehen wir eben auch größere Preisschwünge, weil einfach das Buch, die Bücher nicht so tief sind. Hier sehen wir mal, in 2022 haben wir jetzt schon 42 Handelstage mit einer Bewegung beim S&P 500 mit mehr als 2% gehabt, also mehr als 2% nach oben oder mehr als 2% nach unten. Und das Jahr ist ja noch nicht mal zur Hälfte rum, also das könnte durchaus so ein Jahr werden wie 2020. Da sehen Sie links im Chart diesen massiven Spike nach oben, als eben dieser Corona-Crash zunächst mal massiv fallende Kurse und dann massiv steigende Kurse nach sich gezogen hat. Schauen wir hier mal etwa den Spider an, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Wenn Sie rechts mal gucken, da sehen Sie ganz rechts die Bewegung, also wie viel hat sich da geändert, Tagesveränderung bei dem SPY, und in der vorletzten rechten Spalte sehen Sie das Volumen. Gestern am Pfingstmontag in den USA 56 Millionen Kontrakte, bisher haben wir heute 26. Wir dürften also um und bei da wieder rauskommen, vielleicht so 60 Millionen Kontrakte hier absolvieren. Und insgesamt sehen wir, dass seit dem 24. Mai die Liquidität Stück für Stück weiter zurückgeht. Es wird immer weniger, es trocknet immer mehr aus. Wenn wir uns dagegen mal so den 10. oder 9. bis 15. Mai anschauen, da haben wir 156, 131, 137, am 13. sogar 162 Millionen. Also wir sehen, da ist richtig Action, da ist richtig, naja, Power gewesen in den Märkten, und jetzt trocknet das irgendwie aus, jetzt ist das irgendwie alles vorbei. Dabei ist die Welt gar nicht so langweilig, dass man nichts machen müsste oder könnte. Passiert ja eigentlich einiges, und da wollen wir uns mal ein paar Sachen anschauen. Zum Beispiel die zweite Gewinnwarnung von Target innerhalb von wenigen Tagen. Hier hat man gesagt, naja, wir haben ein bisschen viel Inventory, also ein bisschen viel Lagerhaltung, und das versuchen wir jetzt ein bisschen zu schmälern. Man warnt vor den massiv gestiegenen Kosten für Transporte. Also all das geht auf die Marge des Unternehmens. Das hat dann Walmart runtergezogen, hat die US-Futures zunächst mal runtergezogen, und hier sehen wir, wie in einem Western beäugen sich diese Retailer und gucken mal, wer als erstes sozusagen in diesem spieltheoretischen Spiel den Kürzeren zieht. Denn das wird jetzt vielleicht ein Kampf ums Überleben für die einen oder anderen Konzerne, die bisher ja von diesem so starken US-Konsumenten, von diesem aufgepäppelten US-Konsumenten, der durch Stimulus-Schecks gepäppelt war, der durch diese Fettliquidität gepäppelt war, der sich reich gemacht hat durch gestiegene Hauspreise, die stärker gestiegen waren in einem Jahr für einen Hausbesitzer als sein durchschnittlicher Jahreslohn. Dann die Stimulus-Schecks obendrauf und, und. Aber jetzt ist das alles verfrühstückt, abgefrühstückt. Und jetzt sehen wir etwa die Weltbank, die gesagt hat, naja, wir senken mal unsere Wachstumsprognose und heben unsere Inflationsprognose an. Das Ganze nennt man dann Stagflation. Und das wird bestätigt dann auch durch Daten heute aus Deutschland. Sehen etwa Industrieaufträge minus 2,7% jetzt im April.
Eigentlich war sogar ein Anstieg erwartet worden. Das ist jetzt der dritte Monat hintereinander, dass die Industrieaufträge zurückgehen. Vor allem die Nachfrage aus dem Ausland ist deutlich geringer. Das hat vielleicht dann natürlich auch zu tun mit dem Lockdown in China. Aber es sind natürlich auch andere Länder, die offenkundig weniger bestellen. Jetzt sind wir also seit Jahresbeginn um 6,2% gefallen. Das ist natürlich ein Vorbote wahrscheinlich für eine Rezession auch in Deutschland. Und diese Rezession, die kommt so oder so, wenn die Inflation hoch ist. Hier der Beleg dafür, dass bei Inflationswerten von über 5% immer eine Rezession gekommen ist seit den 1960er Jahren, weil die Konsumenten eben einsparen müssen, weil sie sich nichts mehr leisten können und wollen, weil dann sozusagen dieser Mechanismus in Gang gesetzt wird, weniger Konsum, dann fahren die Unternehmen ihre Investitionen zurück, dann entlassen sie Mitarbeiter, diese Mitarbeiter, die entlassen sind, können auch nicht mehr konsumieren. Und so geht das ganze Spiel dann unbegrenzt weiter. Und jetzt kommt eben noch dieser massive Anstieg der Energiepreise hinzu. Goldman Sachs etwa rechnet mit $135. Andere rechnen mit $150. Hier der CEO von Trafigura, einem der ganz großen Rohstoffhändler der Welt, hat gesagt, also $150 müsste mindestens drin sein, wenn nicht sogar mehr. Wir sehen, dass die Natural Gas Prices in den USA, also Erdgaspreise, jetzt auf dem höchsten Stand seit 13 Jahren sind. Es kommt eine Hitzewelle in die USA, da ist dann natürlich viel, viel Nachfrage nach Erdgas, weil die Amerikaner ja gerne Klimaanlagen nutzen. Und so sehen wir, dass auch an der Tankstelle eben die Preise jetzt bei $5 praktisch sind, was Benzin betrifft, und bei Diesel sind es sogar teilweise über $6. Wir sehen mancherorts schon $7 pro Gallone. Das ist für die Amerikaner ein völlig neues Gefühl, könnte man sagen. Wir sind inzwischen Preise über 2 Euro schon gewohnt, aber die Amerikaner sind das nicht gewohnt. Es zeigt ihnen, dass was schief läuft. Inflation und solche gestiegenen Preise sind immer ein Symptom, sind Ausdruck, dass vorher etwas schief gelaufen ist, dass grundsätzlich etwas schief läuft. Und das spüren die Menschen. Die ahnen, dass da etwas schief läuft, und sie ahnen, dass zu wenig getan wurde, dass die Notenbanken das mitverursacht haben durch ihre immense Geldmengenausweitung, die dann aufgrund von Sonderfaktoren wie Corona, wie Lockdown, wie Ukraine-Krieg sich eben zu dieser Situation haben auswirken können. Der Sektor Energie, der im S&P 500 ja nur einer von 11 Sektoren ist und einer, der praktisch überhaupt keine Rolle gespielt hat in den letzten Jahren. Es ging immer nur um Tech. Tech hat etwa 28% Gewichtung im S&P 500 gehabt, Energie so um und bei 2. Jetzt hat sich der Energieanteil auf immerhin 4,8 schon vergrößert. Aber es ist immer noch ein Mini-Sektor, könnte man sagen. Es ist schlichtweg in den letzten Jahren unattraktiv gewesen. Keiner wollte in diese Ölfirmen investieren. ESG und diese ganzen Geschichten, aber das scheint sich jetzt mehr und mehr zu ändern. Ja, warum passiert nichts an den Märkten? Naja, einerseits vielleicht, weil viele Anleger sich sagen, gerade Privatanleger, naja, ist doch schon runtergegangen, warum soll ich jetzt verkaufen? Hier sehen wir mal etwa die Asset Allocation to Stocks bei den Privatinvestoren in den USA, und die ist historisch nach wie vor sehr, sehr hoch, auch wenn wir da schon deutlicher verloren haben von den Allzeithochs. Wir sehen, dass auf der anderen Seite die Cashbestände sehr niedrig sind nach wie vor, dass die Exposure zu Anleihen sehr, sehr niedrig ist. Also die Stimmung ist zwar bärisch, hat sich etwas aufgehellt bei den Privatinvestoren in der letzten Woche nach dem Anstieg der amerikanischen Aktienmärkte, aber sie sind alle drin, die können so bärisch sein, wie sie wollen. Nach wie vor gibt es große, große Positionierungen der Haushalte in den USA in Richtung Aktien. Und solange die jetzt nicht den nächsten Panikschub bekommen, passiert nichts nach unten. Aber die Leute sind auch verunsichert und sagen sich, viel zukaufen will ich jetzt auch nicht. Ich muss ja gucken, dass ich mit den täglichen Kosten hier über die Runden komme. Und wir sehen, dass da schon dennoch eine gewisse Enthebelung stattgefunden hat. Hier sehen wir den FINRA Margin Debt unten, also das, was gehebelt ist. Die Leute beleihen sozusagen ihr Aktiendepot. Und das läuft fast immer kongruent mit dem S&P 500. Das heißt, erst wird sich enthebelt, dann fällt der S&P 500. Aber nach wie vor, auch oben sehen wir das, die Household Asset Allocation ist sehr, sehr hoch. Kommen wir jetzt zu anderen Problemkandidaten. Der amerikanische Konsument ist ein Problemkandidat, wird es immer mehr. Das haben wir durch die Gewinnwarnung auch von Target gesehen. Jetzt haben wir ja diese hawkische Wende der Fed, diesen monetären Klimawandel durch die Fed, aber auch andere Notenbanken. Australien hat heute Nacht die Zinsen deutlich angehoben. Nur zwei
einsame Gallier, sagen wir mal 2,5 mit der EZB, die weigern sich. Da haben wir erstmal die Türkei, nachdem Erdogan gesagt hat, naja, wir haben ein bisschen was über 70% Inflation, aber wir werden die Zinsen trotzdem weiter senken. Ne? Das ist der Recep. Ne, der Recep, der hat eine Ahnung, gell, Recep gegen den Rest der Welt, der Recep hat es gerafft, die anderen haben es nicht gerafft, die erhöhen die Zinsen, der Recep, der lässt sie senken, das wird sicherlich gut gehen, genauso wie beim Yen, wo Kuroda auch sagt, nö, wir machen einfach so weiter wie bisher, aber du wirst dann sozusagen in einen Sog kommen, und das passiert den Japanern genauso wie den Türken derzeit, wo deine eigene Währung abwertet. Wir sehen jetzt den Yen auf 20-Jahrestief, Dollar-Yen über 132, weil man einfach sagt, naja, die spinnen einfach ein bisschen, die Japaner, machen all das nicht, was die anderen machen müssen, wegen der Inflation. Und apropos Inflation, ist Gold da eigentlich ein guter Schutz? Ja oder nein? Hier hat Jerome Blockland mal gezeigt, Inflationsraten und den Preis von Gold miteinander verglichen, und Gold war immer besser. Also man könnte auf die Idee kommen, dass Gold ein ganz guter Inflationsschutz ist. Ganz anderes Thema, Russland. Hier sehen wir, dass die Neuwagenverkäufe massiv eingebrochen sind. Wir hatten im letzten Monat sage und schreibe nur 24.268 Verkäufe von neuen Autos in den USA. Das ist ein Rückgang zum Vorjahresmonat von 84%, also schon ziemlich heftig. Also man merkt schon, dass die Russen natürlich auch ein Problem bekommen mit der Konjunktur, auch wenn ihr Haushaltsüberschuss nach wie vor weiter steigt, auch wenn der Rubel stark ist, aber das sind nach meiner Auffassung Scheinblüten, die sich dann der Realität werden doch unterordnen müssen, und diese Realität heißt, dass irgendwann bald keine Flugzeuge mehr fliegen können in den USA, nicht in den USA, in Russland, in den USA wahrscheinlich schon, weil schlichtweg eben man doch angewiesen ist auf westliche Technologie. Und hier kann man zumindest dann unter normalen Wartungsbedingungen nicht mehr fliegen. Mal schauen, ob die Russen es trotzdem machen. Aber es trifft die russische Wirtschaft, das ist gar keine Frage. Es trifft natürlich auch uns und es trifft andere jetzt durch diese ganzen Getreidegeschichten, die nicht abtransportiert werden können aus Odessa. In Libanon wird das Brot schon knapp. Gut, Libanon ist natürlich ohnehin ein massiver Problemkandidat, gar keine Frage. Aber das ist vielleicht das schwächste Glied in der Kette, da sehen wir das schon. Und wenn wir jetzt zum 2,5. Problemkandidat kommen, das ist unsere liebe EZB, die wird dann auch eben ihre Bilanzsumme reduzieren müssen. Wer soll dann die Anleihen kaufen, könnte man sich fragen. Jedenfalls hat ja die EZB massiv Liquidität ausgeschüttet an die europäischen Banken. Viele Banken haben ja sehr viel Geld bekommen von der EZB, nur dafür, dass sie ihre Kreditvergabe nicht gesenkt haben. Da gibt es viele systemrelevante Banken, die nur deshalb ein Plus in ihrer Bilanz, in ihrer Quartalsbilanz haben ausweisen können, weil das Geld von der EZB war. Jedenfalls sehen wir da auch dann eine Austrocknung. Das wird dann nicht mehr so sein, dass alle in Liquidität schwimmen, und das alles zeigt sich dann schon eben in der Reaktion der Märkte, vor allem der Anleihenmärkte. Wer soll diese Anleihen kaufen? Wer kauft sich eine griechische Staatsanleihe für derzeit bei der 10-jährigen 3,81%, in Australien sind wir auch schon bei 3,5%, Italien 3,26%, Deutschland 1,3%, klingt wenig, aber das Ganze ging sehr, sehr schnell. Bei der deutschen Bundesanleihe, USA 3%, Spanien 2,4% etc. Also wir haben sehr schnelle Bewegungen gesehen an den Anleihemärkten, und jetzt will also die EZB da aussteigen. Good luck with that. Die Rezession kommt, EZB, Fed und die neue Inflation. Wie reagiert man drauf? Die EZB sagt, wir werden keine Rezession sehen. Und das ist der sicherste Beweis dafür, dass diese Rezession kommt. Darüber hat einen sehr starken Artikel geschrieben mein Kollege Georg Habenicht und dann mein Kollege Hannes Zipfel, mit einem bemerkenswerten Video, wo er zeigt, dass dieses Tightening, dieses Quantitative Tightening, was die Fed jetzt vorhat, also die Bilanzsumme reduzieren bei gleichzeitiger Zinsanhebung, das, was sie vorhat, dass das nicht funktionieren kann und wird. Die Amerikaner haben schlanke Schulden mit Haushalten, mit Firmen, mit Staatsverschuldung von 91 Billionen Dollar. Und wenn du diesen Drogenabhängigen sofort die Droge entziehst, sondern sogar sagst, ja, ihr müsst jetzt mal den Gürtel enger schnallen, dann wird das nicht gut gehen. Das zeigt der Hannes Zipfel mit einem wunderbaren Video, das ich Ihnen zwingend und dringend anempfehle, meine Damen und Herren. Und abschließend dann noch die wunderbare Tatsache, dass vor allem amerikanische Politiker, die ja selber Einfluss auf die Aktienmärkte haben, mit Gesetzesvorhaben, mit bestimmten Dingen, die sie da durchaus beeinflussen können, etwa Nancy Pelosi,
dass die da richtig mitzocken. Nancy Pelosi hat zum Beispiel jetzt am Tief im Mai nochmal richtig schön Apple und Microsoft gekauft über Optionen. Darüber einen Artikel meines Kollegen Wolfgang Müller. Also drei Artikel. Sehen Sie es mir nach. Nur noch morgen Video aus Blick und Markenflüster. Donnerstag und Freitag bin ich ja nicht am Start. Also erlaube ich mir, Ihnen jetzt diese Hausaufgaben aufzudrücken und sage Servus und Ciao.